Mehr als 800 Köche werden aktuell laut AMS in Tirol und Salzburg gesucht. Zugleich sind mehr als 800 Köche in Wien als arbeitslos gemeldet. Aber wie gibt es das? Warum machen sich diese Menschen oder zumindest ein Teil von ihnen nicht auf Richtung Westen, Richtung Ischgl, Wagrain oder Kitzbühel? Diese Frage beschäftigt inzwischen auch die Politik. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat erst vergangene Woche gesagt, dass das AMS bei Arbeitslosen, die verfügbare Jobs nicht annehmen, noch härter durchgreifen soll. Und wen er damit gemeint hat, auch daran ließ er keinen Zweifel, nämlich vor allem die Wiener Jobsuchenden. Braucht es also mehr Druck auf Arbeitslose in Wien oder ist das eine Scheindebatte, bei dem da wieder Feindbilder kultiviert werden, der Arbeitslose in der sozialen Hängematte sozusagen? Darüber wollen wir heute diskutieren. Und wenn es nicht um mehr Druck geht, ja, was würde denn dann die Arbeitslosen mobiler machen? Mein Name ist Andras Sigetvari. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Standard Mitreden, unserem wöchentlichen interaktiven Talk. Und das sind heute unsere spannenden Gäste. Ich begrüße sehr herzlich Anna Daimler. Sie ist die Generalsekretärin bei der Tourismusgewerkschaft WIDA. Vielen Dank fürs Kommen. Guten Morgen, hallo. Und ich begrüße auch Sepp Schellhorn, natürlich bekannt aus Funk und Fernsehen. Er ist Unternehmer und Abgeordneter bei den NEOS im Nationalrat. Herr Schellhorn, danke, schönen dass Sie Tag. Zeit genommen haben. Ja, wie immer, liebe User, wir wollen über eure, ihre Fragen, Erfahrungen diskutieren. Wir haben wieder viele, viele Postings bekommen. Danke dafür. Nur eine kleine Auswahl. Danke an Absolutely July, Gerhard Pollock, Ischotrau und von Habsburg. Und Entschuldigung für all die Posternamen, die ich hier falsch ausspreche. Und wir wollen auch gleich mit einer Frage von einem User beginnen, die ich am besten Ihnen stelle, Herr Schellhorn. Sandhaas hat da geschrieben: Hey Leute, kommt's nach Tirol in irgendein Kaff, wo es ein Skigebiet ist, da könnt's dann für einen lächerlichen Lohn 60 Stunden die Woche hackeln, also arbeiten. Und Überstunden zahlt man euch keine Geld, schlafen könnt in einem Haus, in einer 3 Quadratmeter Baracke und dann seid immer pünktlich in der Arbeit und so weiter und so weiter. Alles super. Also er meint quasi, wir wollen hier in Menschen in eine Branche vermitteln, wo die Arbeitsbedingungen laut Sandhaas angeblich so schlecht sind. Ist das so? Ist das ein Problem? Jetzt muss man vorausschicken, also ich habe 5 Betriebe, ich bin auch Unternehmer im Tourismus und es ist dort in der Tat ein Mangel. Es ist nicht nur ein Mangel an Mitarbeitern in der Küche, sondern auch im Service. Somit entsteht sozusagen auch ein anderer Markt, ein Markt unter den Köchen, unter den Mitarbeitern. Und es kann durchaus sein, dass es sowas gibt. Aber die Regel, glaube ich, ist es schon lange nicht mehr. Ich gebe zu, das war sicher vor 20, 30 Jahren wahrscheinlich so. Sondern jetzt ist wirklich ein Kampf um die Mitarbeiter geworden. Das heißt, ich muss beste Bedingungen schaffen, um überhaupt wen zu finden. Ich kann das nicht so teilen, kann es auch nicht bestätigen, kann es aber auch nicht verneinen, glaube aber nicht, dass es so ist. Nämlich in Wahrheit ist es so, dass wir uns gemeinsam darum kümmern müssen, die besten Bedingungen für Mitarbeiter zu schaffen. Das heißt auch bei der Unterkunft, bei Mitarbeiterwohnungen. Das heißt aber auch auf der anderen Seite, dass wir, was wir selber machen können, machen. Nur das große Problem dabei ist, und das ist uns oder mir auch als Unternehmer ein Anliegen, aber auch politisch ein Anliegen, nämlich der Grundsatz stimmt. Die Mitarbeiter verdienen zu wenig und kosten zu viel. Das heißt, wir haben die Brutto-Netto-Schere in Österreich so groß und das könnte zum Beispiel der Herr Bundeskanzler angehen, dass er entlastet, den Faktor Arbeit entlastet, damit die Mitarbeiter mehr Netto von weniger Brutto haben. Da kommen wir gleich in nur eine Nachfrage noch. Das heißt, Sie sagen aber, um das kurz zusammenzufassen, die Bedingungen sind besser geworden? Ja, viel besser, weil sonst würde dieser Mitarbeiter, der dort offensichtlich in einer Baracke, vielleicht hat er es gar nicht gesehen, vielleicht schreibt er es auch nur, wenn er es gesehen hat, dann wird er gleich am nächsten Tag wieder in ein anderes Hotel gehen oder in ein anderes Restaurant, wo er bessere Bedingungen hat. Und kurz nachher noch, in Ihren 5 Betrieben haben Sie gesagt, da müssen wir kämpfen, dass Köche, dass Kellner kommen. Können Sie da ein, zwei Beispiele geben? Also was bietet man da denn an? Ist das gute Unterkunft, tipptopp Essen oder was? Natürlich, also ich habe in Gastein 3 Winterbetriebe, die sind natürlich nur im Winter offen. Das ist ein Thema. Wir müssen dann da sein, wenn die anderen Freizeit haben. Wir müssen an den Wochenenden da sein. Wir bieten ihnen Unterkunft. Das ist ein 3-Sterne-Hotel, das wir damals gekauft haben für unsere Mitarbeiter. Sie haben geregelte Arbeitszeiten. Sie haben auch keine
keine Teilzeitjobs, also klassischen Schichtbetrieb. Wir bieten ihnen eine gehörige Entlohnung. Das heißt, ich suche auch aktuell noch einen Küchenchef, der 5.500 brutto als Einstiegsgehalt hätte. Und gleichzeitig finde ich keinen. Wir haben um diese Zeit in der Regel 110 Mitarbeiter und können im Moment nur es mit 87 ausfüllen. Das heißt aber auch, dass diese 87 das Vakuum auffüllen müssen. Und da steigt auch der Druck auf jene 87, weil wir die 110 nicht besetzen können. Frau Daimler, das war Sandhaus, der geschrieben hat, wie schlimm es ist. Und ich will noch ein zweites Posting gegenüberstellen. Submersibel meint, ein bisschen zusammengefasst, naja, so schlimm ist das doch alles nicht. Für Menschen, die ein Eigenheim haben, da ist es vielleicht schwer umzuziehen. Aber jemand, der zum Beispiel zur Miete wohnt, da kann es ja nicht so schlimm sein. Und ein paar Stunden Reisezeit im Westen sind ja auch nicht so wild. Was stimmt jetzt aus Ihrer Sicht? Naja, ich glaube, da ist viel früher anzusetzen. Wenn ich eine Versicherung abschließe, und das ist letztendlich die Arbeitslosenversicherung, dann muss ich darauf vertrauen, dass der Versicherungsanbieter, und das ist in dem Fall die öffentliche Hand, zu dem Wort, mit dem ich den Vertrag abgeschlossen habe, steht. Das heißt, die Vertragsbedingungen gleich bleiben. Und was im Moment passiert in der öffentlichen Debatte, ist, dass es eigentlich um Vertragsverschlechterungen geht. Das heißt, ich als Versicherte in der Arbeitslosenversicherung sehe mich konfrontiert, dass die Politik, weil sie es kann, einseitig Vertragsbedingungen verschlechtert. Das halten wir nicht für den richtigen Weg. Zumal das Verschicken von Arbeitssuchenden von Ost nach West oder auch von West nach Ost jetzt schon möglich ist. Da gibt es einen Fachbegriff, der heißt überregionale Vermittlung. Das findet statt. Wir finden als Gewerkschaft, dass es nicht zu den richtigen Bedingungen stattfindet, weil solche Dinge, wie Sie angesprochen haben, Mietwohnung, ja klar, aber wenn ich in Wien eine Wohnung habe, die halbwegs günstig ist, das ist viel wert in einer Stadt, in der die Mieten relativ hoch sind. Wenn ich dann nach Innsbruck beispielsweise gehe, dort wieder eine Mietwohnung brauche, zu Mietpreisen, die noch höher sind als die in Wien, dann muss ich meine Wiener Wohnung aufgeben für einen Saisonjob oft. Ich meine, das ist absurd, das von den Leuten zu verlangen. Das heißt, hier braucht es eine Lösung. Wir reden jetzt nicht von Innsbruck, sondern wir reden eigentlich von diesen Feriendestinationen, wo ja. Das ändert aber im Grunde nichts, weil der Punkt ist. Sie wollten sagen, nur fertig, dass es dort ein Quartier zur Verfügung gestellt werden muss in diesen Tourismusregionen. Ja, das ist bei der Vermittlung von Ost nach West, wenn sie durchs Arbeitsmarktservice passiert, auch der Fall. Was aber nicht der Fall ist, es ist nicht geregelt und das AMS kann das auch nicht kontrollieren, wie schauen diese Unterkünfte aus. Das ist nach wie vor nicht so. Das heißt, man geht ins Ungewisse, aber das viel dramatischere ist, dass einfach doppelte Kosten nicht berücksichtigt werden. Ich gebe einen günstigen Wohnraum in Wien nicht gerne auf. Ich gehe natürlich, wenn es lukrativ ist, in den Westen, aber das muss sehr lukrativ sein, dass ich meine Verwandtschaft zurücklasse. Der einzige Hinderungsgrund, jetzt verschickt zu werden sozusagen, sind Kinder, sind Betreuungspflichten junger Kinder. Habe ich Eltern, die pflegebedürftig sind, wird das schon nicht berücksichtigt. Haustiere und so weiter, reden wir gar nicht. Aber das heißt, da entstehen durch einen Umzug auch Kosten, die nicht abgedeckt werden. Es ist nicht geregelt, wie oft kann man nach Hause fahren, um in sein originales soziales Umfeld wieder zurückzugelangen. Also da sind viele, viele Fragen offen. Und im Moment, muss man ehrlicherweise sagen, ist es ein enorm teures Mittel. Also, weil da werden so Jobmessen veranstaltet, wo dann Wiener und andere hingeschickt werden, um dort mit Arbeitgebern in Kontakt zu treten. Das passt noch nicht. Also Beispiel in Bischofshofen hat so eine Messe sozusagen stattgefunden, nennen wir es jetzt mal so. Dann stehen da Unternehmen gegenüber, die suchen eigentlich Beschneier, Seilbahnbeschäftigte und treffen, weil auch Tourismus genannt, auf Köche, Kellner. Nicht, dass sich da dann keine Vermittlung ergibt. Eine ganz kurze Nachfrage noch. Es gibt in Wien 150.000 Arbeitslose. Ja. Etwa 6.000 wurden laut AMS überregional vermittelt, also von Wien aus nicht nach Niederösterreich, sondern nach Westen. Ja. Das ist ja wirklich extrem wenig. Ja. Sind Sie da beide einer Meinung? Also, weil Herr Kopf hat zum Beispiel gemeint, müssen die Versicherten das zahlen? Also Sie haben schon recht, wenn jemand eine Wohnung hat, ist das ein Problem. Andererseits ist die Frage, soll das der Versicherungsgemeinschaft aufgebürdet werden für diesen Menschen, möglicherweise mit der Notstandshilfe bis zur Pension, weil
weiter zu zahlen, nur weil der halt sagt, ich habe eine günstige Wohnung jetzt in Wien und vielleicht findet er ja auch eine. Also kann man da nicht irgendwie schon versuchen, auf mehr Mobilität zu drängen? Ist das so sozial so böse, das anzusprechen? Noch einmal, es wird ja auf Mobilität gedrängt. Also aber das ist ein voll Mittel, los, der nicht? Findet, ja, das aber Mittel ist nicht besonders gesagt, effektiv. Das Mittel ist nicht besonders effektiv und die Spielregeln stimmen nicht. Weil ich muss diese doppelten Kosten, die entstehen, kompensieren. Sonst ist das nicht attraktiv für die Leute. Und dann ist es ein Zwang, und da sind wir uns ja einig, also in einen Dienstleistungsbereich mit Zwang Menschen zu verschicken, führt jetzt nicht dazu, dass ich vorm Gast stehe und sage, schön, dass Sie da sind, mit deinem Sie sagen auch, Zwang ist das, würden Sie, also finden Sie, soll man mehr Druck ausüben auf Arbeitslose? Würden Sie als Unternehmen auch jemanden einstellen, der sagt, eigentlich will ich nicht unbedingt, aber jetzt macht mir das AMS in Wien da mehr Druck? Ja, das führt ja zu nichts. Das führt ja zu nichts, wenn ich, wenn ich Mitarbeiter habe, vor allem im Dienstleistungsberuf, die eine gewisse Freude, eine Freundlichkeit auch beweisen müssen. Jetzt stellen wir uns das vor am Gast und der ist demotiviert, weil er einem das AMS so Druck gegeben hat, dass er jetzt in Ischgl oder sonst irgendwo arbeiten muss und wahrscheinlich in der Probezeit dann wieder heimfährt und sagt, ich habe eigentlich keine Lust, und weil ich will zu Hause sein. Was aber einen Effekt haben würde, wäre, wenn es höhere Leistungsanreize gibt. Das heißt, noch einmal, die Mitarbeiter müssen mehr verdienen. Die zweite Problematik ist das, hier ist Dienstleistungsgesellschaft versus Freizeitgesellschaft. Das heißt, die Problematik ist wirklich auch eine andere, in den Feriendestinationen dann da sein, wenn die anderen Freizeit haben. Und jetzt stellen wir uns das einmal vor, wenn Sie in Wien am Wochenende in ein Restaurant gehen, werden Sie es keine mehr finden, weil die alle am Samstag, Sonntag zu haben. Das ist übrigens ein schwerer Fehler damals gewesen. Darum haben die wieder wahrscheinlich auch so wenige Mitglieder im Tourismus, ja, weil sie immer das Bashing. Ja, ja, aber lassen Sie mich nur fertig. Lassen Sie mich nur kurz fertig. Erstens mal sind in Wien am Wochenende. Lassen Sie mich nur ganz kurz fertig, aber ich habe den Punkt noch nicht ganz verstanden. Wenig, der McDonalds ist auf. Was ist Ihr Punkt jetzt? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja, ich wollte nur fertig reden. Also im Grunde genommen müssen wir versuchen, die Mitarbeiter zu urbanisieren in den Feriendestinationen. Das heißt auch, dass der Faktor Ganzjahresbeschäftigung voll durchgreift. Jetzt kann man sagen, das passiert nicht überall, aber in vielen Orten kann es passieren. In reinen Winterdestinationen passiert es nicht. Also wir müssen schauen, dass wir hier Mitarbeiterunterkünfte, Mitarbeiterwohnungen bereitstellen, dass wir hier auch sozusagen keinen Sachbezug haben, dass die Mitarbeiter dafür draufzahlen, dass sie in größeren Wohnungen untergebracht sind als 32 Quadratmeter. Da sind auch im Übrigen die Sozialpartner schuld, dass es hier Sachbezug. Können Sie gerne reden, das wäre eine gute Aufgabe. Einen Sachbezug, für Sie. Also das heißt, wir haben auch einen enormen Nachholbedarf, nur die Unternehmer und die Mitarbeiter werden vom Bund, das heißt vom Finanzminister, dafür bestraft. Und das ist der Punkt. Jetzt muss ich aber ein paar nachfragen, weil jetzt ein paar Punkte sind die Zuschauer ausgestiegen. Was meinen Sie mit Urbanisierung und was haben Sie vorher gemeint? Haben Sie die Sonntagsöffnungszeiten gemeint oder können Sie das kurz erklären, ganz in einfachen Urbanisierung, Sätzen? Ganz einfach. Ich muss versuchen, die Mitarbeiter von Wien in den Westen, dass sie dort sesshaft werden und das ganze Jahr dort eine Erfüllung haben. Das heißt nicht nur in der Stadt, sondern dass sie dort eine Unterkunft haben, die ja frei zur Verfügung gestellt wird. Also das muss garantiert werden und das muss versucht werden, sagen wir mal so. Dann haben wir, was haben wir den zweiten Punkt? Sie haben kurz geclasht über McDonalds, das habe ich nicht ganz verstanden. Naja. Die einzige Restaurant, das offen ist in Wien am Sonntag. Ich lade Sie gerne auf ein Frühstück am Sonntag in Wien ein, wir werden was finden. Nein. Das ist absurd. Die Problematik ist schon jene, und das war immer das Hauptargument der Gewerkschaft, dass man an den Wochenenden arbeiten muss, wenn die anderen Familien oder Freizeit haben. Ja, wir können es uns nicht ansehen. Ja, das ist Faktum. Es ist aber auch Faktum, dass die Freizeitgesellschaft gerade diesen Cappuccino oder dieses Wiener Schnitzel genießen will. Was würden wir denn tun, wenn Samstag und Sonntag die ganze Gastronomie zuhört? Wo würden Sie denn hingehen? Aber wäre Ihr Punkt, wenn keine Zuschläge an Feiertagen, oder ist Ihr Punkt, man muss die Kultur ändern und mehr Bereitschaft, um auch an Wochenenden zu arbeiten? Ich glaube, hier brauchen wir eine Mentalitätsreform, weil auf der anderen Seite ist auch, und da kann ich glaube, und da können Sie mir beipflichten, ein großer Kostendruck auch auf die Gastronomie bitte. Mentalitätsreform heißt, man hat das noch fest, weniger Überstundenzuschläge und eher eine Gewöhnung, dass man offen haben muss oder arbeiten. Wir müssen dann da sein, wenn die anderen Freizeit haben. Also hier geht es, das ist ein Spiel, ein gegenseitiges Spiel. Also wir brauchen auch
eine Bereitschaft. Wir brauchen Menschen dazu, nicht nur in der Pflege, sondern auch im Tourismus, die dann da sind am Wochenende oder am Abend. Ist das ein Problem, dass zum Beispiel Köche und Kellner sagen, eigentlich ist ja am Wochenende zu arbeiten, ist ja, kann ja hart sein, vor allem für Familien, dass da viele sich denken, na, da bin ich lieber in Wien und hole mir die Arbeitslose oder die Mindestsicherung, als dass ich am Wochenende schuften muss? Es stellt ja keinen Abrede, dass es viele Berufe gibt, nicht nur im Tourismus, nicht nur in der Pflege, auch im ganzen Verkehrswesen, die in Wirklichkeit mehr oder weniger rund um die Uhr funktionieren müssen, weil sie Leistungen zur Verfügung stellen, wo wir Gott sei Dank sozusagen in Österreich eine hohe Versorgung haben. Der Dienstleistungsbereich ist deshalb speziell, weil er rein faktisch eine Branche ist, in der seit 10 Jahren gejammert wird. Also wenn Sie eingeben in Suchmaschinen Fachkräftemangel, Tourismus, dann finden Sie da schon vor Jahrzehnten irgendwie Meldungen, dass das alles sehr dramatisch ist. Und gleichzeitig eine Branche ist, wo sich die Arbeitgeber und ihre Interessensvertretungen sehr, sehr wenig bis nicht bewegen. Also das Thema, das wir haben, ist, und das sind Fakten, das ist schön, wenn in Einzelbeispielen viel bezahlt wird, aber die Einkommensstatistik für Beherbergung und Tourismus sagt einfach was anderes. Es ist mitunter die Branche mit den allerniedrigsten Löhnen, es ist die Branche mit den allerhöchsten durchschnittlichen Arbeitszeiten und es ist eine Branche, ja, wo natürlich Abend, Nacht, Feiertag, Sonntags Arbeit ganz normal ist. Das ist auch in Ordnung und es ist eine Branche, die saisonal ist in vielen Bereichen. Das heißt, die Beschäftigten müssen in einer kurzen Zeit von 6 bis 10 Monaten ein Jahreseinkommen erwirtschaften, weil sie dazwischen einfach kein Einkommen haben. Der Einstiegsgehalt 1650 ist ja, glaube ich, ein KV für Servicepersonal in Westösterreich, auch für Köche, wobei Köche angeblich mindestens 1000 Euro noch draufkriegen. Und bei 1650 kommen ja oft die Trinkgelder hinzu. Das ist jetzt für Österreich doch gar nicht so schlecht, oder? Es ist trotzdem ein Grundlohn, der irgendwie um 10 Euro oszilliert, was jetzt nicht zu viel ist. Und wenn man mit dem KV einsteigt, dann bekommt eine Reinigungskraft mittlerweile mehr als eine Küchenhilfe. Also dann stimmt irgendwas in der Branche nicht. Das zweite Thema, das hat Herr Schellhorn noch angesprochen. Bleiben wir kurz, wollen Sie jetzt noch kurz was erwidern drauf? Oder? Ja, weil es einfach auch nicht den Tatsachen entspricht. Sie wissen, ich kann Ihnen die Statistik jetzt genau gern erklären. Und das hat man sogar ein Gewerkschaftschef, der dann bei der Arbeiterkammerchef war, dessen Sohn auch im Tourismus arbeitet, genau bestätigt, dass man hier zwischen Hotellerie und Gastronomie, also dem Wirten ums Eck in Wien, klar unterscheiden muss oder unterscheiden musste, weil die ohne die sogenannten Schwarzzahlungen beim Wirten ums Eck nicht überleben konnten. Das wissen sie und das verstecken sie auch in einer gewissen... Macht eine Branche halt nicht attraktiv. Nee, genau. Das war immer meine Forderung, dass wir hier Kollektivverträge zwischen Gastronomie und Hotellerie trennen, weil in der Hotellerie automatisch viel höhere Löhne bezahlt werden. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn ein Koch, der 3.500 netto, und das ist die Regel, das ist nicht einmal ein großartiger, also ausgezeichneter Haubenkoch, 3.500 netto im Monat verdient, dann ist es 51.000, aber Kosten im Jahr, also wenn ich das auf das Jahr rechne, von 106.000. Das heißt, 51.000 brutto pro Jahreseinkommen und dann 106.000. Da wird ihm mehr als das Doppelte abgezogen oder kostet es dem Unternehmer auch mit den Beiträgen. Und das ist zu viel. Da sind wir eh, glaube ich, einer Meinung, dass der Faktor Arbeit dramatisch entlastet wird, dass die Mitarbeiter auch einen höheren Anreiz haben, arbeiten zu gehen und vielleicht dann auch in den Westen wechseln. Also was Sie sagen, ist quasi in der Gastro, in der Hotellerie zahlt eh besser und in der Gastronomie wird viel schwarz dazugezahlt. War früher so, vor allem in den urbanen Zentren, also in den Städten war es ja so. Und das, man muss halt einfach auch einmal die Ehrlichkeit besitzen und da hoffe ich auch auf die Gewerkschaft, weil sie ja die, oder vor allem die Arbeiterkammer, weil sie auch diese Arbeitnehmer vertreten in gewissen Prozessen, dass hier einfach das muss sich bereinigen und da geht es eh jetzt in die richtigen Schritte mit der Registrierkasse, aber es kommt auch zu einem Leerfehl. Kurze Replik, ist das so? Sind diese Statistiken viel negativer? Kurze Replik nur, weil ich wieder zu den, was man tun kann, dass das negativ ist. Weiterkommen, aber also verdienen die eigentlich viel besser, als wir annehmen?
Noch einmal, also es ist keine Branche, die durch Hochlöhne auffällt. Stimmt. Vor allem nicht, wenn man sie in Relation zu den dort geleisteten Arbeitsstunden sieht. Das ist, ich meine, da kann man drüber streiten, in Einzelfällen wird das anders sein. Und dann ist es halt einfach so, ja, wenn es angeblich zu wenig Arbeitskräfte gibt, nur auch dort, es gibt im Moment mehr Arbeitslose als Jobs, das ist so, auch über den Jahresdurchschnitt drüber. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass keine Arbeitskräfte verfügbar sind. Und wenn wir jetzt das ganze Arbeitskräftepotenzial, das ja schon verfügbar ist für ein kleines Land eigentlich wie Österreich, dann ist das im Moment schon die ganze Europäische Union. Und für die Hotellerie Gastro zusätzlich noch durch Saisonkontingente, Mangelberufsliste und Co. auch noch Menschen außerhalb der Europäischen Union. Und wenn ich dann keine Arbeitskräfte finde, dann finde ich schon, hat die Branche eine Verantwortung, sich zu überlegen, was muss ich tun, damit diese Branche attraktiv wird für die Leute. Und das ist, kurz sagen, was wäre das? Genau, wollte ich gerade. Das ist natürlich in erster Linie der Lohn. Es geht aber auch um ganzjährige Absicherung. Weil ich einfach, wenn ich ein halbes Jahr angestellt bin und ein halbes Jahr dann wieder beim AMS gemeldet bin, das unattraktiv ist. Aber Sie haben das beide jetzt gesagt, in eine ganzjährige Perspektive. Das verstehe ich nicht, weil wenn Sie einen Saisonbetrieb haben, der nun mal 3 Monate vielleicht im Winter oder 4 offen, wie können Sie ihm dann anbieten ganzjährig? Sie können vielleicht die Gemeinde fragen. Schauen Sie, da gibt es Systeme aus der Bauwirtschaft, da funktioniert das ganz gut. Das ist mit den Arbeitgebern in der Tourismuswirtschaft einfach nicht hinzubringen. Wie Beispiel, also, wie wird das aussehen? Da gibt es Abfertigungskassensysteme, da wird eingezahlt und über die Saison hinaus wird dann ausbezahlt, so dass die Leute eben nicht beim AMS gemeldet sind. Weil wenn wir von AMS, sozusagen Arbeitslosengeld, sprechen, sprechen wir ja nur von 55% des Letzteinkommens. Also wir tun ja da so, als wäre das ein Lotteriegewinn, beim AMS gemeldet zu sein. Das ist ja nicht der Fall. Und wenn wir von 1.600 € Löhnen ausgehen, dann ist halt die Arbeitslosigkeit. Also Sie würden vorschlagen, eine Versicherung, damit dann über die saisonale Zeit auch ausbezahlt werden kann. Verstehe ich das richtig? Ja, das genaue Modell kann man sich ausschnapsen. Wir wären dazu und sind dazu schon lange gesprächsbereit mit den Arbeitgebern, aber da kommt halt kein Wille, das zu lösen. Und es ist ein Thema. Und auch Herr Schellhorn hat angesprochen, die Wohnsituation, das ist ein Thema, das Pendeln ist ein Thema. Und auch die Mobilität und die Familienfreundlichkeit, nicht der Branche, aber durchaus auch der Infrastruktur. Ich meine, wir haben Erzählungen im AMS, dass Frauen, und da haben wir ein großes Arbeitskräftepotenzial, das nicht ausgeschöpft ist, dass Frauen in den Tiroler Tälern, es ist jetzt nicht meine Erzählung, sondern das wird auch von den Arbeitgebern im AMS kolportiert, aufgrund des fehlenden öffentlichen Verkehrs gar nicht mehr zu den Arbeitsplätzen kommen. Zweite Fragestellung, was machen Sie mit den Kindern in dieser Zeit? Lass mich sagen. Ja, zu dem Thema, wer ist denn dafür verantwortlich, dass der öffentliche Verkehr ausgedünnt wurde? Wer ist denn dafür verantwortlich, dass es keine flächendeckende Kinderbetreuung gibt? Das sind grundsätzliche Forderungen jetzt nicht nur politischer Natur. Und ich gebe Ihnen da ein Beispiel. Ich wollte einen Betriebskindergarten machen. Der Ort, in dem mein Betrieb ansässig ist, ist natürlich, da ist der Kindergarten nur von 7 Uhr früh bis 13 Uhr offen. Und ich habe gesagt, den ganztägigen Kinder, damit ich Wiedereinsteiger habe, damit ich Frauen zum Vollwert bringen kann, was sagt die Gebietskrankenkasse, in der auch maßgebend die Arbeitnehmervertretung drinnen sind? Das ist ein Sachbezug. Also hier werden Mitarbeiter und Arbeitgeber dafür bestraft, dass ich eine Dienstleistung, eine Kinderbetreuung installiere, weil die Öffentlichkeit, weil sozusagen die Mitarbeiterinnen, die bei mir ihre Kinder abgeben, einen geldwerten Vorteil haben. Das so versteuern. Ja, so absurd ist das Ganze. Die Politik versagt auch im öffentlichen Verkehr, und da ist SPÖ dabei und ÖVP. Die sind hauptverantwortlich, dass am Land kein öffentlicher Verkehr mehr passiert. Das ist Ländersache hauptverantwortlich, und im Normalfall jetzt hauptverantwortlich, Grün und ÖVP. Hauptverantwortlich so. Auch, dass es keine flächendeckende Kinderbetreuung gibt, nicht nur von 7 Uhr bis 17 Uhr, sondern vielleicht auch an den Wochenenden, um Alleinerzieherinnen, Alleinerzieher, Frauen wieder in den Vollerwerb zu bringen. Das ist auch unser Ziel. Okay, wir haben Frauen, eine Frage noch an Sie, aber die Ganzjährige, Sie brauchen ja jemanden, der jetzt kommt und sagt, er hat Kinderbetreuung, aber kann nur 4 Monate arbeiten, wird er trotzdem nicht kommen. Naja, was kann man da machen mit diesen Saisonjobs? Es gibt ja nicht nur Betriebe, die im Winter offen haben. Ja, es gibt 85% der Betriebe sind zweisaisonal.
Das heißt, sie sind im Durchschnitt 9,5 Monate offen. Es gibt hier ein Konzept, das wir auch vorgestellt haben, 365 Tage Arbeit im Tourismus. Das muss das Ziel sein, auch für die Tourismusbetriebe, dass sie Mitarbeiter das ganze Jahr anstellen können. Das würde jetzt zu lange dauern, das zu erklären, aber hier gibt es Konzepte. Ja, aber kurz, wenn der Betrieb zu ist, da kann er keinen anstellen, oder? Ja, aber ich könnte das in Durchrechnungszeiträumen, in Arbeitszeitmodellen auch so schaffen, dass die Mitarbeiter dann 1,5 Monate vielleicht Überstunden, Urlaub etc. abbauen können, die letzten 2 Wochen in Schulungsmaßnahmen, dann sperrt der Betrieb wieder auf. Das sind Modelle, die damals, aber auch von Hunsdorfer nicht sozusagen toleriert wurden. Der war ja damals Sozialminister und seitdem hängt uns das nach und gleichzeitig schiebt uns die Gewerkschaft, der oberste Gewerkschaftsboss hat das damals gesagt, die Schuld in die Schuhe. Kurze Frage von einem User. Das Trudel von der letzten Bank, ich hoffe, ich spreche das wieder richtig aus, warum sollte ein gelernter, alleinstehender und flexibler Koch aus Wien nach Tirol oder Vorarlberg arbeiten gehen, wenn er dann ein paar Kilometer weiter in der Schweiz etwas bekommt, was er deutlich mehr verdient? Ist das auch ein Thema, kurze Antwort, dass da Köche oder Kellner auch weiterziehen in die Schweiz, weil die Löhne da absolut sind? Nein, die Löhne sind gleich hoch brutto, nur er bekommt viel mehr netto. Das ist ja der Punkt. In Österreich verdienen die Mitarbeiter gleich viel brutto, nur er bekommt viel weniger netto. Schauen Sie, der Punkt ist ja, wenn ich, steigen wir mal darauf ein, dass es da angeblich eine Knappheit gibt, ja, die es zahlenmäßig nicht gibt, weil es gibt immer noch mehr arbeitssuchende Menschen, auch im Tourismus, als es offene Stellen gibt. Das heißt, in Wirklichkeit müssten wir sogar Stellen schaffen. So. Aber gesetztenfalls, das würde stimmen, im Westen oder nur in Wien? Dann ist es bundesweit im Schnitt. Aber warum sagen Sie, können Sie das kurz erklären? Jetzt verstehen ja die Zuschauer nicht und die Zuschauerinnen, Sie sagen, wenn es die Knappheit gibt, da gibt es nehmen wir an, dass die Jammere würde stimmen. Der aber warum stimmt es nicht? Das müssen Sie kurz erklären. So habe ich gerade gesagt. Weil es mehr Arbeitssuchende als offene Stellen gibt. Ist in Ordnung, aber die wollen ja diese Jobs offenbar nicht, oder? Die müssen die Jobs ja eh annehmen. Es wird ja jetzt sanktioniert, wenn ich eine Bewerbung, also ein Jobangebot bekomme. Ja? Ich gehe mich bewerben und nehme den Job nicht an. Wird das sanktioniert. Wenn ich nicht hingehe, wird sanktioniert. Aber wenn ich den Kurs für Koch-Kellner mir angeboten wird, ich gehe nicht hin, wird sanktioniert. Also das ist ja eine Scheindebatte per se. Aber das ist ja ein Teil, ist es nicht schon möglich, dass ich als Arbeitsloser hingehe und mich bewerbe? Da muss man doch so, das ist doch realitätsfremd zu glauben, dass die da gar nichts machen können. Und wenn ich hingehe und sage, naja, ich muss halt daher, weil es das AMS sagt und ich will, also man kann doch das schon effektiv. Das habe ich nicht behauptet, habe aber ich man kann doch, schon gesagt, nein, aber man kann doch effektiv das umgehen, oder? Diesen Zwang. Zu, da müssen Sie das AMS fragen, also meiner Information nach nicht, sondern ich werde dann gesperrt. Okay. Ja? Und die Anzahl der Sperren sind gestiegen, das ist richtig, aber da muss man auch schauen, wofür. Meistens für, man hat irgendwie, vielleicht ist zu spät zum Termin gekommen, hat den Termin nicht wahrgenommen beim AMS oder einen Schulungstag. Eintägige Sperren. Der Großteil, also diese langen Dachinierer, die nicht arbeitswillig sind, das halte ich wirklich für eine Verleumdung der Arbeitssuchenden. Dass es solche Einzelfälle gibt, das stelle ich nicht in Abrede, nur dass wir uns auch richtig verstehen. Aber was passiert ist, eine kollektive Verdammung, in dem Fall der Wiener Arbeitssuchenden, die wären angeblich alle nicht arbeitswillig. Und wenn ich dann mit den arbeitssuchenden Mitgliedern der Gewerkschaft widerspreche, ja, letztens waren 2 Herren bei mir, beide über 50, beide aus der Hotellerie in dem Fall, Köche, ja, hatten beide gesundheitliche Probleme, der eine einen Herzinfarkt, der andere Bandscheibenvorfall, Krankenstand, beide gekündigt. Der eine ist dann sogar zu seinem alten Arbeitgeber gegangen und hat ihm angeboten, schau, ich mag meinen Job, ich kann nicht mehr Vollzeit, das geht sich gesundheitlich nicht mehr aus, können Sie mir nicht eine Teilzeitstelle geben? Sie haben ihn nicht mehr genommen. Die waren beide über 50, was glauben Sie, wo die noch unterkommen? Und das wissen wir ja auch aus den Daten, die das Arbeitsmarktservice zur Verfügung stellt. Es gibt gewisse Kriterien, die sind auf diesem Arbeitsmarkt hinderlich, wieder in Arbeit zu kommen. Sie haben vorher eine Frage, jetzt haben wir geredet, also mehr Ganzjahresangebote, da sind Sie sich ja einig. Sie haben vorher gesagt, wenn jemand in Wien eine günstige Wohnung hat, will er nicht weg. Was würden Sie denn, was kann man denn machen in so einem Fall jetzt? Soll man da nichts machen und sagen, okay, passt, bleib da? Nein, aber wenn wir über Zumutbarkeit reden, dann müssen wir über Zumutbarkeit auf beiden Seiten reden. Ja, und Zumutbarkeit wird im Moment immer nur auf einer Seite geredet. Weil faktisch ist, es werden ganz, ganz wenige Unternehmen durch das AMS gesperrt, weil sie sich so aufführen sozusagen, dass man eigentlich keine arbeitssuchenden Menschen dorthin schicken kann.
Das heißt, hier braucht es auch auf Unternehmensseite Sanktionsmechanismen. Wir brauchen vernünftige Regelungen, was Unterkünfte betrifft. Wir brauchen vernünftige Regelungen, was Wochenenddienste betrifft. Die Menschen müssen ja wissen, was sie erwartet, weil wenn die Erwartungen stimmig sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Job für beide letztendlich passt und zu einem langfristigen Dienstverhältnis führt, viel größer. Und wir brauchen auch mehr Betreuung, weil die Sanktionierung, mehr Sanktionen, die sind seit 2016 verdoppelt, führen ja nicht dazu, dass mehr Menschen in Arbeit kommen, sondern mehr Menschen kommen in Arbeit, weil die Vermittlung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer besser ist und besser funktioniert. Wollen Sie kurz was erwidern? Braucht es da auch mehr Sanktionsmöglichkeiten auch gegen Unternehmer, gegen, sagen wir jetzt mal, schwarze Schafe in der Branche? Natürlich ist es wichtig, dass wir auch hier Regeln haben für beide Seiten der Pflicht schon ein. Es tut ja unserer Branche auch nicht gut, wenn es schwarze Schafe gibt, die sich sozusagen nicht an die Rahmenbedingungen halten. Und es geht mir immer durch Mark und Bein, wenn ich solche Geschichten höre, wenn sie dann auch wahr sind, dass es hier... Ja, 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 nicht erfunden, leider. Ja, ich würde es mir wünschen. Ja. Aber auf der anderen Seite, Sie haben auch die 50 plus erwähnt, also hier braucht es auch andere Anreizsysteme, das heißt auch Modelle, wo ältere Mitarbeiter nur 20 oder 25 Stunden arbeiten können und dann vielleicht auch geblockt, und wir brauchen auch andere Arbeitswelten. Das Problem, was ich sehe, ist es, dass vor allem die Sozialpartnerschaft es nicht geschafft habe, im 21. Jahrhundert anzukommen. Das heißt auch, junge Menschen vielleicht, hier müssen wir die Attraktivität auch steigern, die vielleicht nur 3 Tage arbeiten wollen und 4 Tage frei haben wollen. Also hier gibt es verschiedene Anreizsysteme, wo einfach der Gesetzgeber, die Sozialpartnerschaft, der Finanzminister enorme Hürden aufbaut. Und ich denke, da in diese Richtung muss man gehen, mit Anreizsystemen den Faktor Arbeit entlasten, Mitarbeiter noch einmal, Mitarbeiter mehr verdienen, weniger Kosten, die Urbanisierung, das heißt, sie sesshaft auch dort machen, wo der Tourismus passiert. Auf der anderen Seite hat sich gestern wieder die Tourismusministerin gerühmt, weil wir über 150 Millionen Nächtigungen haben. Das ist eine enorme Zahl und die gilt es zu bewältigen. Jetzt eine Frage vom User Ischkolon. Was ist denn eigentlich mit den Umzügen? Wer zahlen Sie da? Also eine Frage an Sie, Herr Schellhorn. Und wie machen Sie die Einstellungsgespräche? Bieten Sie die auch über Skype an? Wie kriegt man überhaupt praktisch einen Arbeitslosen aus Wien dazu? Dann muss er da vielleicht hinfahren zu Ihnen nach Salzburg. Ist doch ein weiter Weg, auch für den Arbeitslosen gar nicht so billig. Naja. Helfen Sie da irgendwie? Das hat sich schon sehr gewandelt. Also vor 15 Jahren hat es noch Vorstellungsgespräche gegeben etc. Das wurde dann auch, glaube ich, mit Fahrtengeld vom AMS abgeglichen. Das macht man jetzt schon gar nicht mehr. Man ist jetzt froh, wenn man einen Mitarbeiter hat. Das findet immer noch statt. Oder über Skype. Was findet? Bewerbungsgespräche? Ja, sicher, wo die Menschen für Bewerbungsgespräche in den Westen fahren. Aha. Und für Jobmessen und Ähnliches. Und verschickt werden, klar. Verschickt werden, also es wird ja keiner gezwungen, dorthin zu fahren. Also aber wenn er es verweigert, wird er sanktioniert und verliert seine Arbeit. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn ich keinen motivierten Mitarbeiter habe, dann habe ich auch auf der anderen Seite ein Problem. Also das ist jetzt schon ein bisschen absurd und diese Schauergeschichten sind einfach nicht der Realität. Ich kann Ihnen von meinen Betrieben sagen, also Vorstellungsgespräche zu mir muss keiner mehr kommen. Das kann man über Skype oder über Telefon machen und fertig aus. Das gibt eine Forderung, eine alte Forderung der NEOS war es, die Wegzeiten. Würde das etwas helfen? Die Wegzeiten, die Zumutbarkeitsbestimmungen müssen weiter gefasst werden, hat der Sozialsprecher Lorca einmal gefordert. Wer nicht bereit ist, 75 Minuten Arbeitsweg auf sich zu nehmen in eine Richtung, das geht sozusagen nicht. Ist das noch eine Forderung? Wir sind jetzt bei 2 Stunden. Jetzt, 75 Minuten in eine Richtung. Wir sind jetzt bei 2 Stunden, bis zu 2 Stunden insgesamt. In eine Richtung. Ja, gut, im Tourismus ist das ja nicht möglich. Also wir reden jetzt über ein Thema im Tourismus. Ja. Da bitte ich, da pflichten Sie mir bei, oder? Das ist absurd. Also das wird hier gar nicht angewandt und da gibt es keine Zumutbarkeitsbestimmungen, weil einer, der so viele Kilometer macht, also wir haben schon Probleme, Mitarbeiter zu finden, die 20 Minuten in die Arbeit fahren. Also wir müssen Unterkünfte bieten, auch... Nein, ist in Ordnung, den Punkt haben wir schon gehabt. Ich würde nur noch eine andere Frage hinaus... Ist es auch ein Thema, dass die Wiener Arbeitslosen nicht sehr begehrt sind im Westen? Da hatten wir zum Beispiel im Standard vor einiger Zeit eine Geschichte, dass viele Wiener Arbeitslosen haben Migrationshintergrund, sind dann oft eher Mehmet statt Franzi. Ist das ein Thema in der Westen? Nein, überhaupt. Dass man quasi also nein, wir haben, ich habe noch einmal 110 Mitarbeiter und 18 verschiedene Nationen. Also
wir leben vom internationalen Geschäft. Ein Großteil der Gäste in Österreich, dieser 150 Millionen Nächtigungen, sind nicht Österreicher. Also das heißt, wir kennen die Berichte schon, wobei ehrlicherweise... aber ich halte sie auch eher für Einzelfälle, weil die Tourismusbranche eine ist, die ganz stark mit ausländischen Arbeitskräften arbeitet, 50%. Und das hat seine Gründe. Und die Gründe liegen in den Arbeitsbedingungen, in der Entlohnung, in der Erreichbarkeit. Und hier ist anzusetzen, in der Saisonbeschäftigung. Es ist nicht umsonst. Ich meine, das ist ja, weiß man doch, wenn Sie im Burgenland in ein Wirtshaus gehen, auch in Vorarlberg in ein Wirtshaus gehen, da werden Sie kaum noch österreichische Arbeitnehmerinnen finden. Und das hat seine Gründe. Und die Frage ist einfach, ist die Politik Steigbügelhalter für die Gier nach billigen Arbeitskräften oder ist die Politik Wir haben in der Europäischen Union so unglaublich. 16 Millionen waren Sie Arbeitssuchende. 16 Millionen. Ja, und? Ja. Und es gelingt der Hotellerie und Gastronomie nicht, arbeitende Menschen zu finden. Dann muss ich das Angebot nachbessern. Was regt jetzt auf, Herr Schellhorn? Nein, weil sonst schreit die Wirtschaft immer nach dem großen Wir hatten einen Konsens, dass der Faktor Arbeit so hoch besteuert wird, dass die Bruttozahlungen stimmen, aber netto zu wenig herauskommt. Jetzt heißt es wieder, dass die Mitarbeiter zu wenig verdienen. Ich sage, ich kann in einer Branche, im Journalismus, in der Pflege, überall aufzählen. Ein Abwäscher bei mir kriegt 19,50 brutto. Das ist das geringste Gehalt. Und das, Sie mögen ja, und eine löbliche Ausnahme sein. Nein, ich bin keine löbliche Ausnahme. Sie wissen nicht, wenn kein Abwäscher da ist, dann habe ich auch keinen Küchenchef, weil der Küchenchef nicht abwaschen tut. Also das heißt, hier ist eine Verknappung. Das heißt, es führt zu höheren Preisen, es führt zu höheren Löhnen. Und ja, Sie erzählen Schauergemächen, weil es offensichtlich noch nie im Westen vorkommt. Wir kommen schon zum Ende, aber letzte Frage noch, die Löhne. Ich komme aus dem Westen familiär, so also das ist einfach ein Blödsinn. Das können wir erklären. Aber ich habe noch eine letzte Frage. Sie sagen, die Bruttolöhne müssen steigen, aber ist es nicht, manche Betriebe können ja auch einfach wahrscheinlich nicht mehr zahlen, oder? Also ja, da gibt's richtig. Ja, der Cappuccino darf ja nicht mehr wie 3,50 Euro. Ist das ein Problem, dass auch die Kunden sagen, naja, bei eben 4,50 Euro, ist das ein Thema? Schauen Sie, die Wettbewerbsbedingungen hat sich die Wirtschaft selbst kreiert. Und das jetzt den arbeitssuchenden Menschen und den Beschäftigten, egal in welchem Sektor, umzuhängen, das halten wir einfach nicht für fair. Weil die groß nach Wettbewerb, Öffnung der Grenzen und so weiter geschrien haben, das war die Wirtschaft und nicht die Beschäftigten. Aber die Frage ist, können Sie das ja gar nicht für offene Grenzen, oder? Ich bin, was den Arbeitsmarkt betrifft, hier sehr sensibel. Das ist richtig, aber weil ich halte es nicht für richtig, dass man, wenn man 16 Millionen Arbeitssuchende in der Europäischen Union hat, halte ich es nicht für richtig, dass man sich auch noch außerhalb der Europäischen das Union. Ist, genau, umschaut. Aber ganz kurz, können sich das die Betriebe leisten? Kurze Antwort, Sie sind schon am Ende, wirklich mehr zu zahlen? Glauben Sie, ist das möglich? Aus unserer Sicht muss das leistbar sein. Herr Schellhorn, letzte Frage geht an Sie, nachdem die Frau Daimler begonnen hat. Wie zahlen vom Schnitzel bleibt dem Beschäftigten. Ist es, können manche Unternehmen mehr zahlen und tun? Dem Staat bleibt mehr als wie den Beschäftigten. Das ist einmal logisch. Ja, aber das kann nicht das ist Problem, das zahlen Unternehmer zu wenig? Kurze Antwort. Ja, ich finde es ja absurd, weil gleichzeitig die Schwester der Gewerkschaft, die Arbeiterkammer, gleichzeitig dann Gulaschsuppenhüttenpreisvergleiche veranstaltet, wo es teuer ist und wo es zu billig ist. Also diese Diskussion ist derartig absurd. Wo ist die Marge? Die Marge ist eher nicht beim Unternehmer, sondern de facto ist es auch so, und Sie kennen auch die Insolvenzstatistik, dass sich das am Ende des Tages bei vielen nicht auszahlt. Also wenn wir nicht darüber diskutieren, dass dein Cappuccino, wenn er 3,50 Euro oder 4,20 Euro statt 3,50 Euro kostet, wir uns darüber beschweren, dann haben wir ein Problem. Vielen Dank für die spannende Debatte. Ja, liebe Userinnen und User, lang hat es nach Konsens ausgesehen, aber der ist dann auch in vielen Bereichen doch gebrochen worden. Wie viel können Gastronomen zahlen? Was braucht es? Beide sind einig, mehr Druck macht weniger Sinn, aber was sich ändern muss, da gibt es doch unterschiedliche Meinungen. Mehr brutto, Frau Daimler, weniger Steuern und Abgaben, meint auch Herr Schellhorn. Beide auch einig, es braucht mehr Angebote, ganzjährig auch für Jobs. Für uns ist wichtig, bleiben wir im Gespräch. Danke fürs Zuschauen und lassen Sie sich den Cappuccino schmecken, wo auch immer. Bis zum nächsten Mal. Danke.